schaue mir dieses Diagramm an und soll die einzelnen Abschnitte anschauen. Also ich mache jetzt hier mal so Abschnitt A, B, C, D und E und schaue mir die einzelnen an. Und ich fange mit B an, den finde ich witziger. Also ich mal hier ein Steigungsdreieck und ich habe hier ein Zeit-Geschwindigkeitsdiagramm. Das heißt, die Y-Achse, das hier ist die Geschwindigkeit und die X-Achse hier so, das ist die Zeit. Und dann habe ich jetzt hier ein Delta V, das hier Delta, eine Differenz der Geschwindigkeit ist 1, 2, 3, 3 Meter pro Sekunde. Das heißt, also erst fährt er mit 2 und dann hat er 5. Und die Zeit von 2 nach 5, Delta T, ist 3 Meter pro Sekunde. Nicht Meter pro Sekunde, konzentrieren ein bisschen, so 3 Sekunden. Und es gilt die Formel, also wir sind jetzt beim Fall B, A ist Delta V durch Delta T, Änderung der Geschwindigkeit, 3 Meter pro Sekunde durch 3 Sekunden ist 1 Meter durch Sekunde Quadrat. Also die Geschwindigkeit nimmt zu. Naja, in diesem Fall, also erst hat er die Geschwindigkeit 2 und dann hat er Geschwindigkeit 5. Sie wird mehr in einer gewissen Zeit und ich habe eine Beschleunigung. Jo. Jetzt mache ich das, was ich weggelassen habe bei A, das hat keine Steigung. Also wäre es eine Funktion, Steigung 0, die Geschwindigkeit ändert sich nicht. Also für den Fall A gilt A gleich 0. Machen wir hier mal so ein A, 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 B, so, ja genau. Also hier mit konstanter Geschwindigkeit von 2 Meter pro Sekunde die ersten zwei ohne Beschleunigung. Dann wird er mal schneller. Was passiert jetzt? Hier im C bin ich jetzt. Bei C baue ich mir wieder ein Dreieck. Ach, ein bisschen aufräumen. Schaut ja nicht. So, dann versteht man es. So. Gut. Also, ich baue mir wieder ein Dreieck. So, egal welche Größe das Dreieck hat. Also man könnte auch so ein Dreieck nehmen. Ja, so. Können wir auch nehmen. Also dann hat in diesem Fall habe ich das Dreieck, hier habe ich 1, 2, da habe ich 3 Differenz Meter pro Sekunde und hier habe ich ja, 1,5. Was ist das? Ja. 1,5 und dann habe ich A, weil es wird weniger, deswegen mache ich Minus. Also wir sind jetzt bei C. A gleich Delta V durch Delta T gleich minus 3 Meter pro Sekunde durch 1,5 Sekunden. Und das ist minus 2 Meter pro Sekunde Quadrat. Ich hätte jetzt auch das große Dreieck nehmen können. Das. Dann hätte ich hier 6 gehabt, Meter pro Sekunde. Und hier hätte ich 3 Sekunden gehabt. 6 durch 3 ist auch 2. Und es geht bergab. Das heißt, hier wird gebremst. Ja. Also erst gleichmäßig, dann schneller und dann die Geschwindigkeit ist hier 5, dann bremst er und hat hier sogar eine Geschwindigkeit von V gleich minus 1 Meter pro Sekunde. Da fährt er rückwärts. Alles, was hier im negativen Bereich ist, ist ein Rückwärts. Und weiter geht's. Wieder ein bisschen aufräumen und dann den nächsten Fall machen. Da, Platz, Platz, Platz. Also wir sind jetzt bei D und E. Also. Bei D, ja, hier A gleich 0. Keine Steigung. Ja, mit konstant. Also hier ist A gleich 0 Meter durch Sekunde Quadrat. V gleich minus 1 Meter pro Sekunde. Mit dieser Geschwindigkeit fährt dieser Mensch rückwärts. Und bei Sekunde 11 beginnt er wieder zu beschleunigen in die positive Richtung. Und hat wieder ein Dreieck. So. 1, 2, hier haben wir 3 Meter pro Sekunde, 1, 2, wieder 3 Sekunden, das heißt A ist wieder 3 durch 3. Hier haben wir A gleich 1 Meter pro Sekunde Quadrat für eine Beschleunigung. Also mit 2 gleichbleibend, immer schneller werden bis 5, bremsen, sogar rückwärts fahren mit minus 1, eine Zeit lang rückwärts fahren, 3 Sekunden lang. Dann wieder in die positive Richtung, ja, hier kurz die Geschwindigkeit 0 und jetzt in die, ja, Geschwindigkeit 0, das ist an dem Punkt. Ja. Hier und hier. Also immer langsamer werden, Geschwindigkeit 0 und dann rückwärts. Ja, und rückwärts und dann wieder in die positive Richtung, Geschwindigkeit 0 und jetzt wieder wird die Geschwindigkeit mehr. Das ist so ein Diagramm. Ich weiß nicht, wer so zu Fuß geht, aber könnte man mal versuchen, so rumtanzen mit dem. Ja.